Ja, hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KFI in Norderstedt und wir sind seit 25 Jahren die absoluten Spezialisten, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. Ich möchte euch heute mal wieder einen Alarmanlageneinbau vorstellen, den wir vorgenommen haben in einem. In diesem Video geht es um Sicherheit. Wie ihr eben gesehen habt, was passiert, wenn man nicht richtig auf seine Frequenzen aufpasst? Verlust des Fahrzeuges. Und so werden heute Fahrzeuge geklaut, nämlich mit dem Diebstahl der Funkfrequenzen. Diebe wissen heute ganz genau, wie sie sich einen Schlüssel klonen, wie sie einen Turbodecoder ansetzen an so einem Fahrzeug und wie sie komfortabel über die Onboard-Diagnose Datenphishing machen und sich so einen Schlüssel in Sekunden anlernen und so die Fahrzeuge entwenden. Wir haben jeden Tag Kunden auf dem Hof, die mich fragen, hey Kai, was ist bloß los? Ich hatte doch eine werkseitige Alarmanlage, trotzdem die Scheibe eingeschlagen, trotzdem den Wagen aufgebrochen, meinem Nachbarn wieder den VW-Bus geklaut, Arbeitskollegen BMW X5 geklaut. Und es ist immer dieselbe Masche. Die Diebe haben die richtigen Werkzeuge, die wissen ganz genau, wenn sie es einmal geschafft haben, ein Fahrzeug zu entwenden, dann schaffen sie es bei jedem Fahrzeug aus der Serie. Und das ist das Problem bei einer Serienproduktion. Und deshalb ist es so wichtig, sich eine nachträgliche Alarmanlage von uns einbauen zu lassen. Der Bedarf an Fahrzeugteilen im osteuropäischen Raum ist gigantisch groß. Nicht nur an Fahrzeugen im Gesamten, sondern auch an Fahrzeugteilen. Und jeder von euch hatte sicherlich schon mal Berührungspunkte damit, dass ein Freund ein Fahrzeug aufgebrochen worden ist, ein Arbeitskollegen, ein Firmenwagen aufgebrochen worden ist. Es ist nicht nur, dass die Transporter geklaut werden, das Werkzeug geklaut werden, ganze Autos geklaut werden. Teilweise schneiden sie bei den Fahrzeugen die Frontmasken raus, um nur an die teuren Ersatzteile wie die Xenon-Scheinwerfer zu kommen. Das muss alles nicht sein. Ein Alarmsystem von der Firma Stüven sichert euch hundertprozentig ab. Wir verbauen die Systeme seit 25 Jahren. In 25 Jahren mussten wir noch niemals einen Verlust hinnehmen, beziehungsweise unsere Kunden. Und das gibt uns auf jeden Fall recht. Es macht wirklich Sinn, so eine Alarmanlage geht bei 250 Euro los. Und wenn ihr so ein hochwertiges Fahrzeug wie diesen Jeep zum Beispiel fahrt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich ein geiles System von uns einbauen zu lassen. Hier verbaut haben wir von Empire eine Campus-Alarmanlage, von Empire ein Radarmodul, ein Zwei-Zonen-Radarmodul und ein Viper Neon Indikator. Und wie das Ganze in der Praxis funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Aktiviert und deaktiviert wird die Alarmanlage komfortabel über den werkseitigen Schlüsselhandsender. Die Alarmanlage verfügt werkseitig über einen Zwei-Zonen-Schocksensor. Der Schocksensor erfasst leichte Stöße mit einer Vorwarnung, härtere Stöße wie zum Beispiel einem Glasbruch mit einem Vollalarm. Einen unschlagbaren präventiven Schutz bietet das 508 Mikrowellenmodul. Dieses Radarmodul ist in den Feldgrößen stufenlos einstellbar. An den beiden Potentiometern können wir Feldgröße und Empfindlichkeit des Vollalarms stufenlos einstellen. In Verbindung mit dem Radarmodul ist die Alarmanlage sehr wirkungsgradstark, denn der Angreifer wird schon in die Flucht geschlagen, bevor er sich überhaupt dazu entschließt, an dem Fahrzeug einen Schaden anzurichten. Ja, ich hoffe, mein Beitrag war interessant für euch. Für den Fall, dass ich irgendwas vergessen haben sollte oder ihr Fragen haben solltet, könnt ihr es gerne unten bei YouTube in die Beiträge reinschreiben. Gerne dürft ihr mich auch anrufen unter 0172 40 90 295 oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@kaistüven.com. Wenn mein Beitrag interessant für euch war, gib mir doch bitte ein Abo auf YouTube, würde ich mich tierisch drüber freuen, oder like mein Geschäft Stüven KFI auf Facebook. Vielen Dank für euren Besuch auf meinem Kanal. Euer Kai Stüven.